Internet! Ich habe ein neues Video! Hi! Offensichtlich war vor nicht allzu langer Zeit ein neuer DCM-Vorentscheid und wir haben wieder eine Gewinnerin und das heißt, ich habe ein Video. Ich habe ein Video! Ja, ich habe ein Video! Hallo! Video! Ich bin offensichtlich noch total aufgedreht vom Wochenende. Das tut mir nicht leid. Also, Kantako in Magdeburg. Es gab ganze zwei Teilnehmerinnen, das war der kleinste Vorentscheid, den es bis jetzt gab und nur eine hat gewonnen. Eine hat gewonnen. Das war die Nicole B., auch bekannt als Yami no Tenchi. Die dürfte vielen bekannt sein. Sie hat teilgenommen als Rin aus Togaino no Chi. Und hier kommt ihr Video. Toshima. Einst Teil dessen, was man Tokio nannte. Schauplatz eines makabren Spiels Ibura. An dessen Ende der schwarze König thront. Wartend auf denjenigen, der sich als würdig erweist, ihm gegenüberzutreten. Und vielleicht eine neue Ära einzuleiten. Zwei Dinge, die da bei mir hängen geblieben sind. Also erstmal, ich mag ihr Outfit ziemlich gern. Ich könnte mir das so auf der Straße vorstellen als Zivilkleidung. Ist vielleicht ein bisschen abgespaced, aber dadurch auch ein bisschen auffällig, ne? Mag das nicht irgendjemand direkt als ganze Kollektion designen? Also ich find's gut. Los, machen. Der zweite Punkt ist, sind das da im Hintergrund wirklich die Toiletten? Also ich muss gestehen, das hat den Auftritt für mich schon irgendwie beeinflusst. Also es hat halt wahnsinnig abgelenkt und eine Unruhe reingebracht. Und hätte man das nicht wenigstens ein bisschen besser abgrenzen können? Also, wow, ja, das ist mir echt negativ aufgefallen. Das tut mir irgendwie leid für sie. Oder für die ganze Bühne. Also ich weiß nicht, was noch auf der Bühne lief, aber wow, das irgendwie, wow. Aber natürlich herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Finale von mir. So, aber wo wir gerade dabei sind, wir haben nur noch drei Vorentscheide. Beim nächsten bin ich leider auch nicht dabei, aber auf der Animagic und dem Cosday bin ich dabei und filme auch selbst. Also seid bereit, von mir belästigt zu werden. Aber ist euch aufgefallen, dass bis jetzt nur Frauen im Finale sind? Also es spricht natürlich für die Qualität unserer deutschen Cosplayerin. Aber Jungs, Jungs, wo seid ihr? Nee, also ehrlich, ich habe befürchtet, dass es ungefähr so aussehen wird. Aber ich gönn's natürlich auch den ganzen Frauen, weil so können sie zeigen, was sie im Finale drauf haben. Aber ich hatte gehofft, dass es so ein, zwei Männer mindestens ins Finale schaffen. Aber wir haben ja noch drei Vorentscheide, also legt euch einfach ins Zeug, Jungs. Und es geht auch schon fleißig weiter, denn dieses Wochenende, also am 16. Juli, kommt schon der nächste Vorentscheid auf der Ongaku Matsuri in Berlin. Alle Infos dazu findet ihr auch wieder hier unten, genauso wie die Galerie der Gewinnerin. Überblende! Okay, zum zweiten Part des Videos. Am Wochenende war ja das Symphonic Odysseys Konzert und es war der Hammer. Also wirklich, letztes Jahr hat mir schon gut gefallen, aber dieses Jahr war es noch besser. Und es hat ja auch eine kleine Neustrukturierung bekommen, sodass sie jetzt viele kleinere Stücke spielen, anstatt diese wenigen großen Blöcke, die sie zuvor hatten. Das gefällt mir persönlich ziemlich gut, einfach weil man mehr Abwechslung bekommt und dadurch auch mehr präsentiert bekommt. Ich persönlich fand das Stück aus Blue Dragon am schönsten, allerdings auch das von The Last Story fand ich super. Für alle, die jetzt sagen, wow, toll, Ben, erzähl uns doch noch mehr, wie schön das Konzert war. Shut up, Internet! Bam! Hier könnt ihr es selber sehen. Ja, da ist das komplette Konzert in der Playlist. So, da das ja jetzt alle sehen können, erwarte ich hier ganz schön viele Kommentare, was ihr dann am besten fandet an dem Konzert. Und noch eine gute Nachricht ist, das nächste Konzert wurde auch schon angekündigt, das wird wieder Symphonic Fantasies heißen und der Kartenvorverkauf beginnt im Dezember. An dieser Stelle noch ein Dankeschön an alle, die teilgenommen haben beim Gewinnspiel und sorry, falls ihr nicht gewonnen habt. Die Gewinnerin war The Leafy und sie war auch offensichtlich da, denn ich habe ihr das Ticket gegeben und ich glaube, ihr hat es gefallen, aber sie wird sicherlich noch was in den Kommentaren dazu sagen. Okay Internet, das war's dann aber auch für heute und es hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und jetzt etwas, was ich schon länger nicht mehr gesagt habe. Ihr wurdet geblockt. Stempel! Ich bin noch nicht so weit. Ich bin nackig. Das Licht schmeichelt meinem Haar nicht. Nee, der
Deswegen sag ich ja. Los. Nee, jetzt möchte ich nicht mehr. Nein, hopp. Dann halt du die Kamera bitte. Darüber machen und... Drei, zwei, eins. Sei Ben Sonders. Das war besser.